August auf den US Open. Der Mullus hat eine kleine Fangemeinschaft von Lützebäuer Tennisspielerinnen, die hier während seinem Auftaktmatch feiern. Der Rode Leif hat Lena Diemer mitgebracht. Für mich war doch cool, zumal zwei Stunden studieren und weil wir alles so neu sind. Und schon Gila vorher nie selber, also auf der Tele gesehen, dass ich live zu sehen war, auch richtig flott. Die Lützebäuerin von Wallendorf Pont verdenkt sich ihre Finanzstudium im New York Institute of Technology, an dem sie für die Bears, der Schule Tennis-Equipe, spielt. Das bedeutet konkret, alle neue von 7 bis 9 am Terrain stehen und mit der Equipe trainieren. Auch Weekends gehen einer Uni untreten. Am Gegenzug dafür braucht Studentin weder für deine Uniskasten noch für Bücher oder hier Zimmer abzukommen. Sie wollen hier Tennis-Equipe verstärken. Dafür vergeben sie einen gewissen Zoll Stipendien. Wir haben von den besten Equipen. Wir wollen alle Jahre so ziemlich an der ganzen Region. Und dafür haben wir auf Nationalmeisterschaften. Da war es ein bisschen mehr hart. Wir haben klappen mal jeder hin. In this area we beat everybody. Sport spielt eben auf den amerikanischen Schulen ein wichtiges Rolle. Das gesagt ist schon lange in den Infrastrukturen und Campus von der NYIT heute zu Long Island, ein 45 Kilometer östlich von Manhattan. Dem Lena, der für Robin States kommt, für sein Englisch zu verbessern, könnte den gehen. Spannend bringt dich auch viel weiter, auch mit dem Time Management, weil du musst auch eben den Kuren an dein Training, morgens von 7 bis 9 Uhr Training, dann haben wir von 10 bis 11 Fitness und dann mal als Kuren dann noch halt eben. Dann hat mich auch, Amerika hat mich richtig auf Wurst gemacht, ich bin eben hier lang gewesen, ich wollte immer weit fortgehen, von daheim just für selbstständig zu gehen. Durch die Sport der Kuren läuft nicht immer Zeit zu duschen. Nicht Seele lebt Lena an den Sportkleidern an der nächsten Kur. Bei unserem Besuch hat Joel noch nicht angefangen, dafür kann Studentin als moderne Klasse soll holen. Ja, das heißt ein typischer Klassenraum von der Uni, zumal so einer Finance, weil viele Professoren sind auch am Manhattan selber, wenn wir da Campus sind. Und da sind sie halt eben im Ekran, die da sind. Wir Schüler sitzen halt eben da. Und die Klassensaal sind relativ klein, nicht typisch für eine normale Uni. Wir sind eine Privatuni, natürlich haben wir nicht so viele Studenten hier. Aber wir sind normalerweise 20 bis 25 Studenten. Aus der Profile zu Long Island gehen Studenten von Manhattan per Video geblendet, das zusammen geschafft kann. Apropos Manhattan, dem Epizenter von der amerikanischen Finanzwelt. Allzu oft hat Lena mit seinem strammen Sportler-Studieprogramm nicht Zeit, hier hinzukommen. Aber wann, da geht es gerne auf die Highline zu Chelsea, ein Park, den auf einer früheren Zugstrecke gelöscht wird. Ich habe so viele Sachen schon mal oder so mein Bucketlist gemacht, wo ich dann noch verschiedene Restaurants will gehen oder gesagt habe, auf Instagram, auf Facebook, so die Neuigkeiten, die ich heute in Manhattan eben lacht. Zum Beispiel innen am Greenwich Village, heimisch von Artisten, Jazzbären und Trendy-Restaurants. Da ist immer überall etwas los und die Leute, die schwätzen sich auch einfach unten. Da fragen sie sich, ja, wie war dein Tag oder so und ja, mir gefällt dein Outfit heute oder... Sie sind alle gut so offen und sie schwätzen mit dann. Das ist einfach flott, ja. Gerade so wie die Energie von der Großstadt genießt Lena Trau im Campus von der Uni zu Long Island. Just ein paar Kilometer weg sind die Dorms, wo die Lützebäuerin während der Schulzeit wohnt. Okay, das heißt, mein Zimmer. Ich bin die normalerweise für mich, die immer zwei Menschen zusammen mich hat, aber gleich das Semester, ich konnte die für mich lang ergattern. Und ja, dann später einfach zusammengestellt, für das ich ein bisschen mehr Platz habe. Und ja, hier wohne ich dann eben das ganze Semester. Mit seiner Familie hat Lena regelmäßig Kontakt über Videochat. Neben drin hängen sie sportliche Trophäen. Vier auf die Auszeichnung zur Spielerin vom Jahr 2016 an der East Coast Conference. Zu der die Lützebäuerin die letzte Saison gewählt wurde. Und das aus gutem Grund, wie es ihre Coach Richard Bustamante verrät. She's a very good player. Hat als eine ganz gute Spielerin. Hat letztes und vierletztes Jahr die ganze Region gewonnen. Lena ist auch ziemlich tough. Die meisten Mädchen schlagen den Ball nicht so fest wie hat. Außerdem ist sie ganz gewitzt im Terrain. She's smart also on the court. Der größte Luft, das erklärt, wie weit Lena Kapitänin von der Bears ist. Trotz allem sportlichen Succes hat Lützebäuerin aber nicht wollen, wie dann Krämer dem 90 den Sprung vom amerikanischen Unisport an Profikarriere zu wollen. Nein, ich will, ich
fokussieren eben auf mein Schule und ich will wirklich nur an Finanzen mein Karriere und ja, ich meine, Sport ist schwer für Sport und Tennis eben weit rumzukommen und geht ein bisschen Glück dabei, hat viel Talent dabei und ja, ich weiß nicht, ich meine, es sind ein bisschen zu alle, um an für LDW zu schlagen. Dafür hat Lena aber auch schon einen Job auf dem Durchschleien. Sobald hat nächste Sommer mit der Uni fertig ist, werdet zu Manhattan als Journalistin an einem Hedgefonds aufhängen, also schon seine berufliche Karriere lancieren.